Eisspeedway-Weltmeisterschaft 1991. Herzlich willkommen, liebe Eurosport-Zuschauer, bei einem Motorsportspektakel besonderer Art. Wir sind zu Gast für eine Stunde beim Halbfinale der Eisspeedway-Weltmeisterschaft 1991, das in Frankfurt stattfand. Das erste Halbfinale war bereits in Berlin gewesen, wo unter den 8 Qualifizierten für das Finale in Assen unter anderem auch Michael Lang, der Deutsche, dabei war. Und nun hier in Frankfurt gleich 3 Deutsche mit in der Startaufstellung. Die Hauptmacht stellt die Sowjetunion mit 6 Fahrern. 4 Fahrer kommen aus der TSFR, 3 aus Schweden und die 3 bundesdeutschen Fahrer. Das ist Thomas Dier, der Ex-DDRler, 25 Jahre alt, Elektromonteur aus Dederow, Ulrich Werle aus Furtwangen im Allgäu und Harald Baumann, der 31-jährige Kraftfahrzeugmechaniker aus Rottach-Egern, auf den die meisten schauten, den sie als denjenigen zumindest erachteten. Wir sind im 17. Rennen und sehen hier mit dem gelben Helm Ulrich Werle, unser deutscher Vertreter, der 33-jährige Kraftfahrzeugmeister aus Furtwangen im Allgäu. Mit ihm am Start Magnus Carlin in Rot, Eskil Jonsson in Blau und Nikolai Nischenko schon wieder am Start mit dem weißen Helm. Er hat die Chance hier, seinen 5. Sieg zu platzieren. 4-mal hat er an diesem Abend die Nase schon vorne. Hier haben wir den Russen. Wir sind natürlich gespannt, ob es ihm wieder gelingt, vom Start weg nach vorne zu ziehen. Ja, und auch Werle kommt gut weg. Der Mann in Gelb an 3. Position. Das ist am ersten Mal, dass er einen einigermaßen guten Start erwischt. Vorne aber zunächst mal Magnus Carlin. Und jetzt sind wir natürlich gespannt. Nischenko mit dem weißen Helm lauert. Ja, hat gelauert, kann man schon mal sagen. Nein, immer noch. Immer noch der Schwede, aber Nischenko. Ganz locker, ganz leicht geht er vorbei. Keine Chance für den Schweden, den Russen zurückzuhalten. Aber wo ist Ulrich Werle? Er hält den 3. Platz bislang. Der Mann mit dem gelben Helm. Einmal war er 3., einmal war er 2. an diesem Abend. 3 Punkte also. Wenn er dranbleiben will an der Möglichkeit, ins Finale noch hineinzuwischen, braucht er unbedingt jetzt mindestens einen, wenn nicht gar 2 Punkte. Und es gelingt ihm. Sieg, 5. Sieg des Abends für Nikolai Nischenko. 2. Platz für Magnus Carlin, 3. Platz für Ulrich Werle. Und Eskil Jonsson, der Schwede, bleibt punktelos. Beherrscht. Head 19 ist angezeigt und mit dem roten Helm Bronislav Franz, bisher 2. in der Gesamtwertung mit 3 Siegen. Neben ihm in Blau Antonin Gladowski, Stanislav Teiko und Thomas Dier ist mit dabei. Mit dem gelben Helm der Deutsche. An 3. Position momentan. Vorneweg aber Bronislav Franz, der 28-jährige Tscheche aus Mladá Boleslav. Vize-Teamweltmeister in diesem Jahr gewesen mit seiner Mannschaft. Es gibt ein hartes Duell vorne. Antonin Gladowski, der 41-jährige Monteur, sein Landsmann, ist mit bei der Partie, aber hat schon verloren in diesem Moment. Ja, und Thomas Dier kämpft, kämpft, kämpft und muss sich geschlagen geben hier wohl. Schade drum, aber er fährt sein allererste Eisspeedway-Rennen überhaupt. Er ist in der ehemaligen DDR der Mr. Bahnsport gewesen. 1989 und 90 war Langbahnmeister, war 2. im Speedway, war 2. in der Bahnmeisterschaft der DDR damals und ist erst seit 4 Wochen im Eisspeedway dabei. Und so gesehen ist es schon eine hervorragende Leistung, was Thomas Dier, der 25-jährige Elektromonteur aus Dederow, da bringt. Ergebnis, Rennen 19, Franz gewinnt, 2. Antonin Gladowski, 3. Stanislav Teik und Thomas Dier muss sich mit dem punktelosen, undankbaren 4. Platz begnügen. Wir sind im 20. Heat und haben vor der Kamera Harald Baumann mit dem blauen Helm, den 31-jährigen Kraftfahrzeugmeister
Kfz-Mechaniker aus Rottach-Egern, der 2,5 Monate in der Sowjetunion verbracht hat, um sich auf diese Weltmeisterschaft vorzubereiten. Er war ja früher mal Rennrodler und war sogar deutscher Juniorenmeister in dieser Sport. Aber dann hat ihn der Motorsport gepackt und jetzt ist er einer der prächtigen Jungs aus der deutschen Mannschaft. Vorne aber mit der Nummer 5, Per Olof Serenius, der Schwede. Wir kennen ihn schon, zweimal hat er an diesem Abend schon gewonnen. Mit dem roten Helm und dahinter in Weiß, das ist Valery Martemjanov, der 28-jährige Sowjetjusse vom Armeesportclub Chida. Und dann Harald Baumann auf Platz 3. Jawohl, mit dem blauen Helm. Der Deutsche weiß, dass er vorne nichts mehr machen kann, aber fährt auch souverän seinen dritten Platz nach Hause. So meine ich, und holt sich damit einen Punkt und hat insgesamt 6 Punkte an diesem ersten Tag. Das ist 10. Platz, das reicht nicht ganz für die Qualifikationen. Ich sagte Ihnen schon, liebe Zuschauer, die ersten 8 kommen nur weiter. Der 9. darf noch mit als Reservefahrer. Sieg also für Per Olof Serenius. 2. Platz für Valery Martemjanov, 3. Platz für Harald Baumann und 3. Platz für Jiří Petrasek, den Tschechen. Und damit ist der erste Tag von Frankfurt zu Ende, sind die ersten 20. Und schon wieder haben wir unseren Freund aus Schweden im 30. Het hier mit dem weißen Helm, dieses Mal Serenius, da haben wir ihn wieder. Er ist der Mann, der vielleicht Nischenko noch gefährlich werden kann, wenn er die Serie, die er bis jetzt gefahren hat, durchhalten kann. Aber zunächst einmal kommt er schlecht vom Start weg. Den Besten erwischt Thomas Ihr mit dem gelben Helm. Das ist er, der 25-jährige Elektromonteur aus Detterow in Mecklenburg, Mr. Bahnsport 89. Aber da wird er ganz, ganz weit hinausgetragen. Und das nützt die Konkurrenz. Da ist der Mann in Rot, da ist mit der Nummer 13 Stanislav Dajk, der Tscheche aus Olomouc. Der Motocross-Meister der Tschechei von 1986, der hier die Spitze übernimmt. Und dahinter kommt schon wieder Per Olof Serenius, der Schwede. Harter Dreikampf, Thomas Thier bleibt dran. Aber jetzt ist er Dritter und der Schwede ist vorne. Clever gemacht von Serenius, der seine Chancen wahrt. Allerdings mittlerweile hat auch Nischenko im 28. Rennen schon wieder einen Sieg herausgefahren und bleibt deswegen vorne. Aber der Schwede ist in der Gesamtwertung Zweiter jetzt durch diesen Erfolg. Da haben wir ihn. 27. Rennen gelaufen, 30. Rennen gelaufen, 30. Rennen. Rennen 31 und in Blau vor der Kamera Harald Baumann, der Mann mit der Startnummer 14, der 31-jährige Kraftfahrzeugmechaniker aus Rottach-Egern, der 1989 Zehnter im WM-Finale war und der sich hier so viel Hoffnungen macht und der es auch noch schaffen kann, der in Reichweite des 8. Platzes liegt. Und vorne wird gehakelt. Gelb führt und das ist Ivanov, der Mann mit der Nummer 7, Valery Ivanov, der Jüngere der 3 Ivanov-Brüder. Er sucht hier seine Chance und die Sensation dabei, Nischenko, der Favorit, ist zunächst einmal an zweiter Position. Da haben wir ihn mit dem weißen Helm und es scheint, als ob er seinen Landsmann in Ruhe lassen würde, im Bewusstsein der Tatsache, ein gutes Punktepolster zu haben, sorgt er dafür, dass der Teamkollege mit in Tuchfühlung der Qualifikation bleibt und an dritter Position aber Harald Baumann, der mit diesem Punkt seinen 8. Platz wird halten können. Immerhin hat er heute, das heißt am 2. Tag schon, Rennen 23 und Rennen 25 gewonnen, 2 Siege für den Deutschen. Und hier nun der 3. Platz und damit ist er in Reichweite der Qualifikation. Sieger aber Valery Ivanov in ihrem Land trainieren.
Wir sind im 36. Rennen und haben in Rot vor uns Harald Baumann, den Deutschen, der nun seine Chance nutzen muss, um mit dabei zu sein, wenn in Assen in Holland, dem traditionellen Motorradort, das Finale dieser Weltmeisterschaft 1991 gefahren wird. Er muss in die Punkte, um unter die ersten acht zu kommen. Am besten weggekommen, der Mann in Weiß, und auch das ist ein Deutscher, Ulrich Werle, der 33-jährige Kraftfahrzeugmeister aus Furtwangen im Allgäu. Eine hauchdünne Chance bleibt ihm. Sollte er das Rennen gewinnen, sollte er dann bei seinen letzten beiden Einsätzen noch ganz, ganz nach vorne fahren können, dann ist er vielleicht dabei. Momentan also in Rot vorne Harald Baumann. Er hat ja schon zwei Siege. Wird er die Spitze halten können, ist die große Frage. Immer wieder probiert es dahinter der Mann in Blau. Das ist Evgeny Hartschuk, der Sowjetrusse. Ja, und der Russe ist vorne. Um eine Speisbreite, möchte ich fast meinen. Aber Harald Baumann wird Zweiter in diesem Rennen. Und Dritter Frankfurt nun unter sich ausmachen werden. Wir sind im 37. Rennen und haben gesehen, den Mann mit der Nummer 7, haben gesehen, Valery Ivanov. Wir achten aber in der Hauptsache auf den Mann in Gelb, nämlich das ist erneut unser Mann Ulrich Werle, der Allgäuer, der hier nun vielleicht doch noch die Chance bekommt, ganz nach vorne zu fahren. Da haben wir ihn an zweiter Position momentan. Erster in Blau, Ivanov. Werle, der Mann in Gelb. Daneben in Weiß, das ist Magnus Karlin, der Schwede. Achten wir auf Werle. Wird er es schaffen, den zweiten Platz zu halten gegen den Schweden? Das ist die große Frage. Vorne mit der Spitze hat er wohl nichts mehr zu tun. Ivanov scheint das Rennen zu gewinnen. Aber dahinter geht es ums Ganze. Geht es um zwei oder einen Punkt. Kann er die zwei Punkte machen? Jawohl! Werle schafft die zwei Punkte für den zweiten Platz in diesem Rennen. Und damit ist er Neunter. Und das würde bedeuten, wenn er den Platz halten kann, dass er zumindest als Reservefahrer in Assen dabei sein wird. Roman und Thomas Dier, die hier ihre letzte Chance haben, mit dabei in Rot, Kladowski in Gelb, Martemjanov, und hier in Blau Harald Baumann, noch einmal der Deutsche mit der Chance, sich nun endgültig zu etablieren für Assen. Zweiter Platz bislang, vorne mit der 12 Antonín Kladovský, der Tscheche. Für ihn geht es um Platz 3 in diesem Finale. Harald Baumann an Zweiter, aber jetzt kommt der Mann in Gelb. Jetzt kommt Martemjanov, der Russe. Versucht den Deutschen abzufangen, aber Baumann kann sich halten. Zweiter Platz nach wie vor. Tolle Fahrt, aber jetzt ist es passiert. Er hat einen Platz verloren, der Deutsche, und schleudert. Sturz für Harald Baumann, liebe Zuschauer. Sturz für Harald Baumann. Das ist hier nicht mehr zu sehen gewesen. Ich hoffe, dass wir den Sturz noch einmal von einer anderen Kamera gezeigt bekommen. Sie sehen hier Harald Baumann und die Funktionäre des ADAC Hessen, die im Übrigen eine hervorragende Veranstaltung organisiert hatten. Da sehen wir Baumann. Nein, das ist er nicht. Das ist der Mann in Weiß. Das ist Thomas Dier gewesen, der hier wohl auch abgestiegen ist. Hier sehen wir nochmal die entscheidende Szene. Harald Baumanns Sturz, da ist er, schleudert er, nein, da noch nicht. Aber jetzt nach dieser Ecke müsste eigentlich der Sturz passieren. Von der totalen Kamera eingefangen, innen knapp an der roten Linie, und da wird er
weggeschleudert wie ein bockiges Pferd, benimmt sich das Motorrad. Schade drum, aber trotz allem, ich darf es vorwegnehmen, liebe Zuschauer, Harald Baumann qualifiziert sich trotzdem für das Finale in Assen als Achter, als Letzter. Nun geht's um die Wurst, nun geht's um die Entscheidung. Wer wird der Sieger der Halbfinals von Frankfurt? Am Start in Rot Johnson, in Blau Daikin, Weiß Jakovlev und in Gelb Harschuk. Das ist das 39. das vorletzte Rennen. Die beiden Sieganwärter sind da noch nicht dabei. Da geht es um den dritten Platz wohl. Und vorne der Mann in Blau. Das ist mit der Nummer 13 Stanislav Dajk, der Tscheche, der momentan an sechster Position rangiert. Dahinter auf dem zweiten Platz in Weiß mit der Nummer 9 Igor Jakolev, der Russe aus Chevesk. Ja, und klare Angelegenheit hier für den Mann im blauen Helm. Der lässt sich hier die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und fährt dieses Rennen wohl sicher nach Hause. Feiert damit den zweiten Sieg an diesem Wochenende. Sammelt sich insgesamt 10 Punkte am ersten, 10 Punkte am zweiten und damit 20 Punkte. Sechster Platz für Stanislav Dajk, den Mann mit der Startnummer 13. Und dann das Finale, das 40. das letzte Rennen. Am Start, ich darf es vorwegnehmen, in Rot, Nischenko, Nikolai Nischenko, der 31-jährige Sportlehrer, bislang nach wie vor Spitzenreiter. Da haben wir ihn im Bild. Neben ihm mit der Startnummer 5, Per Olof Serinius in Blau. Dann die Startnummer 2, Alexander Balaschow, ein weiterer Sowjetrusse in Weiß und in Gelb mit der Nummer 3, Bronislav Franz, der Tscheche. Nischenko oder Serinius, das ist die große Frage. Die beiden machen es unter sich aus und Nischenko hat sofort die Spitze übernommen. Er ist ein Blitzstarter. Gerade am Start entscheiden sich für ihn die Rennen ganz, ganz stark. Und bei diesen Speedways ist es nun mal so, wer den besten Start erwischt, hat die größte Chance auch, vorne zu bleiben, wenn er sich nicht zu weit hinaustragen lässt. Der Russe und der Schwede, sie sehen es hintereinander. Nischenko und Serinius im Finalkampf um den Sieg beim Frankfurter Halbfinale. Dass sie beide ins Finale einziehen werden, steht bereits außer Zweifel. Serinius insgesamt bislang 7 Siege an diesem Tag. Und Nikolai Nischenko hat am ersten Tag alles gewonnen und am zweiten Tag 2-mal gewonnen bisher. In Siegen sind sie also gleich, die beiden. Und hier wird sich nun entscheiden, wer letztlich der König von Frankfurt sein wird. Und Sie sehen schon, liebe Zuschauer, wir brauchen da gar keine Wetten mehr abzuschließen. Nischenko gewinnt auch dieses letzte, das 40. Rennen. Es ist sein 8. Sieg und mit insgesamt 27 Punkten ist er der Sieger des Halbfinals von Frankfurt zur Eisspeedway-Weltmeisterschaft 1991. Nochmals eine Zeitlupenstudie, die letzte in unserem Programm heute Abend. Das letzte beeindruckende Bild von einer hervorragend organisierten Veranstaltung, die mit 14.000 Zuschauern das Maximum hatte. Und hier haben Sie nun das Gesamtergebnis: Nischenko vor Serinius, Gladowski, Ivanov und Martemjanov. Wie gesagt, Harald Baumann wird 8. Ulrich Werle wird 9. Und Thomas Dier, der Newcomer auf dem Eis, muss sich mit einem 14. Platz zufrieden geben, ist im Finale nicht dabei. Baumann ist im Finale, Werle ist Ersatzfahrer, der erste von zweien. Ja, das war's, liebe Zuschauer, das Speedway Halbfinale der Weltmeisterschaft 1991 aus Frankfurt. Ich glaube, Sie haben tolle Bilder gesehen. Wir hoffen, Sie von Assen auch wieder berichten zu können und verabschieden uns für heute. Auf Wiedersehen.
So sind die Starter angesagt. Ja, da gibt es Probleme am Start. Natürlich sehr nervös die Fahrer. Ah, da fährt er raus, der Stefan Svensson scheint Probleme zu haben. Und Helmut Weber kommt, der Reservefahrer aus Schliersee, zum zweiten Mal heute hier dabei. Er hat ja schon einen dritten Platz gefahren, war auch ein zweites Mal, nämlich im 10. Rennen auf dem dritten Platz gewesen und ist jetzt zum dritten Mal am Start in diesem 16. Lauf. Von innen also nochmals Stanislav Dick, dann Juri Ivanov, Helmut Weber und Sergej Ivanov. Die beiden Brüder treten gegeneinander an. Und der Mann in Blau ist vorne. Juri Ivanov, 32 Jahre alt, der Senior-Weltmeister der Jahre 86 und 87, Vize-Weltmeister 88 und 90 und Weltmeisterschaftsdritter 84 und 85, einer der erfolgreichsten Speedway-Fahrer auf dem Eis überhaupt. Und in Gelb der zweite aus dem Ivanov-Clan, Sergej, 30 Jahre alt, Krasnojars zu Hause seit 1980 dabei und WM-Dritter der Jahre 88 und 90. Letzte Runde für die beiden Ivanovs. Die lassen sich natürlich hier die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Es wird eine klare Angelegenheit zwischen den beiden Sowjetrussen. Vielleicht ist es der Respekt vor dem Älteren. Auf jeden Fall, Juri Ivanov bleibt vorne und gewinnt dieses 16. Rennen. Der Spitzenreiter dann Antonion Tlatovsky und Nikolai Nischenko, der Russe, ganz außen. Da geht es eng um die Führung. Rot gegen Blau und Gelb. Wer wird die Nase vorne haben? Wer, Olof Serenius? Der Haudegen, aber da ist noch nicht längstens alles aus. Nikolai Nischenko ist dran. Der Mann in Gelb. Die Russen sind sich natürlich darüber im Klaren, dass sie hier versuchen müssen, den Schweden Paroli zu bieten. Und da wird auch ein bisschen Teamgeist gefahren. Letzte Runde in diesem 18. Rennen. Und jetzt kracht's. Ja, Sturz von Nikolai Nischenko. Serenius vorne, der Mann in Weiß hinten, während ihm Stanislav Dick und Nikolai Nischenko aneinander knallen, bevor die Zielflagge fällt. Und da hat er Glück, der Russe, dass ihm nicht die Spikes. Und dann Rennen 19, das vorletzte. Sven-Erik Björklund und zwei Deutsche dabei. Zum ersten Mal auf der blauen Bahn Ulrich Werle, der 33-jährige Kraftfahrzeugmeister aus Furtwangen im Allgäu, auch er als Reservefahrer dabei. Und Michael Lang, bisher erfolgreichster, ist mit von der Partie. Und ganz außen in Gelb, Juri Ivanov. Und der macht die Pace zunächst. Wieder der Russe. Unglaublich, wie stark sie hier auftreten, auch in den Niederlanden. Uns interessieren natürlich die beiden Deutschen. Michael Lang mit dem weißen Helm an dritter Position fahrend und Uli Werle in Blau, leider letzter hier in diesem vorletzten Rennen. Vorne souverän Juri Ivanov, der 32-jährige Profi aus Krasnojarsk, Weltmeister 86, 87, ich sagte es schon. Und Sie sehen, wie er
das Feld beherrscht, wie er noch Zeit hat, sogar kurz vor der Zielflagge umzuschauen. Sieg, der dritte des Abends für Juri Ivanov. Platz 2 für Sven-Erik Björklund, Platz 3 für Michael Lang. Immerhin ein Punkt hat er nach Hause gefahren, der Drauchgauer. Und insgesamt damit 28. Und so sieht es aus nach 28 Hits. Serinius vor Martin Janov, den beiden Ivanovs und Lang, ist zurückgefallen, der Deutsche. Der zweite Platz ist ihm nicht so gut bekommen, wenngleich es ist für ihn sicher ein Riesenerfolg. Immerhin 3 zweite Plätze und 3 Siege für den Deutschen. Wir sind im Hit Nummer 30, 30. Rennen, und in Rot Michael Lang. Da haben wir direkt vor der Kamera, daneben in Blau Stefan Svensson, dann Valery Martemjanov und Juri Ivanov. So dieses 30. Rennen, und sicher für Michael Lang ein Schlüsselrennen für den Deutschen. Und er von Anfang an versucht er gleich, die Pace zu nehmen, und es gelingt ihm, vorne wegzufahren. Es treibt ihn zwar weit hinaus, aber er kann die Nase vorne behalten zunächst. Aber der Mann in Weiß, er ist stark. Das ist Valery Martemjanov, der natürlich genau weiß, was es bedeutet, wenn Michael Lang vorne fährt. Doch der Deutsche lässt sich hier nicht beirren. Fährt ein fantastisches Rennen. Schauen Sie sich das an. Immer wieder kommt er von außen hineingeschossen, trotz der längeren Tour. Er bringt den besseren Schwung wieder aus der Ecke heraus. Letzte Runde. Noch nichts entschieden. Immer noch Lang gegen Martemjanov. Letzte Kurve. Michael Lang ist vorne, da macht Martemjanov einen Fehler. Und Michael Lang gewinnt dieses Rennen. 4. Sieg hier am Sonntag. Und wieder sind es vielleicht 4.000, 5.000 deutsche Schlachtenbummler, die dem Deutschen hier zuwinken und begeistert zurufen. Und das peitscht natürlich auch nach vorne. Hier nochmal eine interessante Studie. Da hat so ausgesehen, als ob Martemjanov die Nase vorne hätte. Aber Michael Lang bleibt dran und fährt einen hervorragenden Sieg nach Hause. Platz 1. Wir gehen ins nächste Rennen, Rennen 32, und innen im roten Helm hier links stehen mit der Nummer 17. Das ist Helmut Weber, der Haudegen aus Wiersee, Teamweltmeister 1983, als Ersatzfahrer wieder dabei. Aber schlecht weggekommen, der Helmut. Vorne in Blau, Wladimir Suchow. Da gibt es ein hartes Kämpfchen. Serenius dabei mit der Nummer 2. Schauen Sie mal, wie er den Rost abblockt. Peer Olof Serenius, für ihn geht es hier um Sieg Nummer 5 in diesem 32. Rennen und die Möglichkeit, vorne zu bleiben bei diesem Weltfinale der Eisspeedway-Fahrer in Assen in Holland. Immer wieder die Angriffe des Russen. Wladimir Suchow gibt nicht auf. Und der Schwede glänzt mit Routine und macht immer wieder zu. Ganz clever, wie er das macht. Am Kurvenausgang dort hinten. Letzte Ecke und der Schwede gewinnt. Sieg Nummer 5 für Per Olof Serinius. Platz 2 für Wladimir Suchow. Platz 3 für Stanislav Dick, den Tschechen. Und Platz 4 für den Helmut. Der hier, ja, sicher nicht umlag, muss man sagen. Wir lassen ein Rennen aus, das 33. das Gladowski vor Michael Lang gewann, und gehen gleich in Hit Nummer 34. Juri Ivanov mit dem roten Helm hier zu sehen. Daneben Stanislav Dick, Olaf Westlund und Sergej Ivanov. Der Jagd macht auf Sieg Nummer 7 während dieses Weltfinals. Und vorne war erstmal der Mann mit der Nummer 6 gewesen, Juri Ivanov, aber ist schon eingefangen. Nein, doch noch nicht ganz. Da kommt er, der Spitzenreiter, Sergej Ivanov. Ich könnte mir vorstellen, dass natürlich jetzt der Juri, sein Bruder, absichtlich zurückhält und die Aufgabe des Ablockens übernimmt und der Mann mit der Nummer 1, Ola Westlund, im Zaum hält. Ja, genau so sieht es aus, und da wäre es beinahe schief gegangen. Nur Ola Westlund lässt sich einfach nicht einfangen und macht sich auf die Jagd nach dem Spitzenreiter. Noch eine Runde auf der 400-Meter-Bahn.
Sergej Ivanov vor Ola Westlund, den 24-jährigen Schweden. Dahinter der zweite Russe. Und es wird der siebte Sieg für Sergej Ivanov, den 30-jährigen Krasnojamska. Wir sind noch im vorletzten Auftritt und mit dabei Michael Lang im blauen Helm, neben ihm Wiede Montelo, der Holländer, in Rot, dann Stanislav Kick und die Ukrainische. Frage natürlich, Michael Lang, wird er seine Chance wahren? Wird der Mann in Blau vorne bleiben? Und da ist er schon vorne. Michael Lang, der 32-jährige Monteur aus Drauchgau, ist der Mann der Stunde aus deutscher Sicht, während den Sekunden die Favoriten ein bisschen prügeln, möchte ich fast meinen. Nikolai Mischenko, der Mann in Gelb, und Stanislav Dixendal hat er geraten. Fährt Michael Lang ein souveränes Rennen vorneweg. Schauen Sie mal, wie weit er vorauszieht. Das wird der fünfte Sieg für ihn. Riesenergebnis. Aber es fehlten ihm ja schon 3 Punkte von vornherein. Auf die Spitze, ganz nach vorne, wird er wohl nicht mehr kommen. Aber wenn er hier die letzte Runde gedreht hat, den Sieg nach Hause gefahren hat, hat er 5 auf seinem Konto. Und das ist für ihn, ich darf es vorwegnehmen, der dritte Platz, die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft 1991, der erste erfolgreichste deutsche Einzelkämpfer bisher in der Weltmeisterschaft überhaupt, nachdem Michael Wieber 1985 und 87 Platz 4 belegt hatte. Und dann das Finale, das direkte Aufeinandertreffen von Sergej Ivanov auf der roten Bahn und Per Olof Serinius auf der weißen Bahn. Dazwischen Valery Martemjanov, der zweite Russe, und Sven-Erik Borglund. 2 Schweden gegen 2 Russen. Das war eine mitreißende Geschichte. Und dieses Rennen musste letztlich über den Titel entscheiden. Oh, das sah böse aus zwischen Per Olof Serinius und Valery Martemjanov. Aber Serinius, schauen Sie mal, der Schwede, er lässt sich nicht beirren. Fährt vor dem Russen mit der Nummer 15, fährt vor Sergej Ivanov. Wer wird dieses packende, mitreißende Finale gewinnen? Serinius, der Spitzenreiter, oder Ivanov? Wenn er gewinnt und Serinius wird Zweiter, dann sind sie beide punktgleich und das würde Stechen bedeuten. Ein dramatisches Finale der Eisspeedway-Weltmeisterschaft 1991. Und der Russe ist in der Tat vorne. Das sieht nach überlegenem Sieg aus. Da kommt der Schwede nochmal. Wird es ihm gelingen? Zielflagge. Der Russe gewinnt. Serinius Zweiter, Martemjanov Dritter, Sven-Erik Björklund an Vierter, an punkteloser Position. Schauen wir uns das noch einmal an, ganz kurz, liebe Zuschauer, die dramatischen Szenen. Schauen Sie mal, wie da gefightet wird zwischen Serinius und Valery Martemjanov, der Schwede, gnadenlos fast, wie er sich da vorbeigeprügelt hat an dem zweiten Russen. Und so sieht's aus. Serinius und Sergej Ivanov mit 26 Zählern, Spitzenreiter, Platz 3 für Michael Lang steht fest und der Rest abgeschlagen dahinter. Es musste ein Stechen geben zwischen Serinius und Ivanov. Und da sehen Sie die beiden. Serinius innen, Ivanov außen mit dem zweiten, mit dem weißen Helm. Ja, dramatischer kann man sich so ein Weltfinale eigentlich gar nicht vorstellen. Die Nervenanspannung natürlich jetzt riesig, wo es hier um alles oder nichts geht. Der Russe kommt besser weg, der Schwede dahinter. Aber er kennt ja kein Pardon. Oh, das ging aber schon hart auf hart hier. Da war viel Glück dabei, dass die beiden ihre Motorräder gehalten haben. Der Schwede ist vorne. Aber natürlich gibt auch der Russe nicht nach. Wer ist der Clevere? Wer ist der taktisch Klügere? Fast ein kleines Problem hier für den Schweden. Und jetzt probiert es der Russe und da erwischt den Schweden. Sturz für Serinius. Schauen Sie sich das nochmal an.
Der Russik holt ihn dann aus und der Schwede rutscht, ich weiß es nicht. Hat der eine den anderen weggestoßen? Schwer zu sagen. Auf jeden Fall wird das Rennen abgebrochen und muss wiederholt werden. Und jetzt darf ich Ihnen vorweg etwas sagen, liebe Zuschauer. Es ist keine Entscheidung gefällt worden vom Schiedsrichter. Leo Dörr hat hier nicht die Entscheidung gefällt. Der Schwede muss genauso wie der Russe nochmal antreten. Und der Schwede hat Pech, denn sein Motorrad ist beschädigt worden. Und er muss umsteigen auf die Maschine von Ola Westlund. Und das ist natürlich ein Handicap für ihn. Ein Motorrad, das er nicht genau kennt, das Motor und leistungsmäßig sicher schwächer auch ist als sein eigenes, war ein großes Handicap für Serinius. Aber er geht nochmal hinaus und probiert nun hier den Russen abzufangen. Zweiter Start, der Schwede wieder innen, der Russe außen und der Russe übernimmt die Spitze. Ja, und es scheint so, als ob der Russe die Pace behält. Nein, Serinius ist vorne. Und irgendwie sind die Herzen der Zuschauer bei dem Schweden. Nicht, dass man es dem Russen nicht kennen würde. Aber der Schwede wäre halt der Outsider-Sieg. Und da verliert er den Knieprotektor. Schauen Sie das mal an, den Knieschutz links hat sich gelöst. Und schon ist der Russe wieder vorbei. Was muss der für Schmerzen haben? Geht mit dem blanken Knie aufs Eis. Da hinten fliegt der Protektor. Letzte Runde, ja, und da ist der Traum vorbei. Der Schwede muss sich zurückfallen lassen. Das kann er nicht mehr abstützen. Der Weltmeister steht fest. Sergej Ivanov, 30 Jahre alt. Vater von zwei Kindern. Profi in Krasnojarsk zu Hause. Seit 1980 dabei. Wird Eisspeedway-Weltmeister 1991 und Per Olof Serinius muss sich mit dem Vizemeistertitel zufrieden geben. Riesenerfolg für Michael Lang aus Trauchgau, der hier den dritten Platz belegt, die Bronzemedaille nach Hause fährt und damit zum erfolgreichsten Einzelkämpfer in dieser Meisterschaft wird. Ja, liebe Zuschauer, das war sie, die Eisspielweltmeisterschaft 1991. Kommen Sie wieder zum Motorsport zu uns. Wir sagen auf Wiedersehen. Und Motorrad-Rennsport können Sie am frühen Sonntagmorgen um 3.30 Uhr wiedersehen. Wir übertragen live aus Suzuka den großen Preis von Japan für 500 Kubikzentimeter Maschinen. Der sonnigen Karlstadt im Norden von Schweden zum zweiten Tag des zweiten Halbfinales zur Team Eisspeedway Weltmeisterschaft 1992. Im ersten Durchgang, im ersten Semifinale in Gallio, Italien, gab es ja eine Vorführung durch die russischen Eissputniks, die zweite Auswahl der Piloten aus der Gemeinschaft unabhängiger Staaten aus Russland und Weißrussland konnten sogar die Tschechoslowaken klar im Zaum halten, die sich beide qualifiziert haben, sowie das Heimatland Finnland, das natürlich bereits gesetzt ist. Um die weiteren Zweitplätze geht es hier und gestern die Heimmannschaft aus Schweden stark, musste sich aber einer großen Gegenwehr von Michael Lang, Ulrich Wehrle und Thomas Dier, dem Trio aus Deutschland, entgegensetzen, hatten sehr viel mehr Arbeit, als ihnen wirklich lieb war. Und wir hoffen, dass natürlich die drei Fahrer aus der Bundesrepublik diesen Druck auch heute am Sonntag aufrechterhalten können, in den Läufen 21 bis 40. Hier wird sich nun also entscheiden, wer den Cut wirklich schafft. Die beiden Besten der fünf Mannschaften, die hier dabei sind, können dann also am 8. und 9. Februar in Oulu in Finnland um die Teamweltmeisterschaft fahren. Norwegen also hinter Holland auf Platz 4 und Schlusslicht die drei Fahrer aus Großbritannien, John Wormsley, Steve Smith und Graham Helsel.
Kommen wir dann auch gleich zur Action, zum Start des ersten Laufes. Die ersten vier bereits auf dem Eis. Graham Halsall, Ulrich Werle in Blau, hier haben wir ihn im Bild, den Fahrer aus Deutschland. Und Sig Pergersen sowie Pierre-Olof Sirenius. Sirenius im letzten Jahr Vize-Weltmeister, im Stechen erst geschlagen vom Weltmeister, vom Champion Sergei Ivanov. Und Sirenius gestern, der schnelle Feuerwehrmann aus Schweden, ganz klar der ständigste, beste Fahrer, der bei jedem Start einen Sieg nach Hause fahren konnte. Das will er natürlich heute auch gleich wieder auf die Bahn legen, um seinem Team Rückendeckung zu geben. Und das hat seine Mannschaft auch nötig, denn heute muss man auf einen Topfahrer verzichten. Auf Sven-Erik Björklund nämlich, der gestern ja im sechsten Lauf mit Zündungsschaden ausfiel, im neunten Lauf, damit der Reservemaschine stürzte und sich dabei, wie sich im Nachhinein hinaus herausstellte, das Schlüsselbein brach. Die Ärzte haben für heute, für den Sonntag, ein Startverbot erteilt. Und das, obwohl er gestern ja bei den letzten beiden Läufen dann doch nochmal am Start war und auch gewinnen konnte. Ganz harter Kerl offenbar, Qualität zusammen gewesen, aber nun haben die Ärzte ihr Veto eingelegt. Das hat ja auch sein Gutes, dass hier so aufgepasst wird auf die Gesundheit der Piloten. Begeisterung allein kann eben doch nicht reichen. Serenius zumindest sorgt seinen Auftakt nach Maß am Sonntag, gewinnt den 21. Lauf. Der Olof, genannt Posa von den Fans, in der Zeit von 60,2 Sekunden, außergewöhnlich schnell, holte den Sieg vor Ulrich Werle, der 2 Punkte für Deutschland holt, und Stig Bergersen, der Norweger, noch 1 Punkt für sein Team. Damit der dritte also und letzter Graham Halsall, wie schon gestern eigentlich die dritten mehr oder weniger, das meine ich gar nicht abwerten, Kanonenfutter. Für die zählt offensichtlich hauptsächlich der olympische Gedanke dabei sein. Ist ohne wirklich eine realistische Qualifikationschance die Engländer. Das gilt aber eigentlich auch für die Norweger. Kommen wir zum zweiten Lauf. Heat Nummer 22 dieser Veranstaltung. Zweiter Lauf heute am Sonntag. 22. Durchgang insgesamt. Steve Smith, Per Jürgensen, Philipp Wochtelow und in Gelb ganz hinten am Start Thomas Dier. Auf der Außenbahn. Motoren werden hochgedreht, der Starter ist zufrieden, nun kann das Band nach oben schnappen und auf geht's. Und Steve Smith hat einen guten Start, aber auch Thomas Dier auf der Außenbahn geht er gleich an die Spitze. Thomas Dier aus Mecklenburg hat er im Training ja ein bisschen Probleme, weichte sich die Räder aus, musste dann mit den Spikes von Michael Lang fahren. Einmal wurde auch wegen Fahrens der Innenbahn disqualifiziert, sonst aber ähnlich stark wie Ulrich Werle. Und gestern zeigte sich hier vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit des deutschen Teams. Thomas Dier auf dem Weg zum Sieg, dahinter geht es noch knapp zu Platz 2 zwischen Per Jürgensen und Wiebe Wochtelow, der jetzt vorbeigegangen ist, der Holländer mit dem weißen Helm. Offensichtlich der Jürgensen doch noch andere Ideen, aber das schon die Zieldurchfahrt für Thomas Dier und auch dahinter bleibt bei der bisherigen Reihenfolge Wochtelow, zweiter Jürgensen, trotz des Schlussangriffs nur der dritte Rang und damit ein einzelner Punkt. Gratulation an Thomas Dier, auch für ihn, ähnlich wie sie schon für Sirenius ein Auftakt nach Maß. Hoffen wir, dass sich diese Tendenz fortsetzt. Aber fehlt hier Sven-Erik Björklund, wie gesagt, verletzungsbedingt nicht dabei. Das ist natürlich ein das nächste Mal herber Rückschlag für das schwedische Team, das hier nicht punkten kann. Robert Jahn, Monnekamp und John Wormsley, sie haben die Gewissheit, dass wenn sie die 4 Runden beenden, auf jeden Fall einen Punkt oder 2 bekommen werden. Keiner soll hier jetzt leer ausgehen. 3 Starter und für die ersten 3 gibt es ja einen Zähler. Eigentlich keine Gegner von der Klasse her für Michael Lang, der sich auch gleich an die Spitze setzt. Sösdisch einwandfrei zieht er seine Bahn mit dem Bayer Motorrad
Keller auf einer Bayer Java am Start. Spart hat hier eine ganze Arbeit geleistet, denn auch Michael Lang kann hier seinen ersten Start am Sonntag gleich das Punktemaximum für sich nach Hause fahren. Motivationsschub für die weiteren Auftritte noch heute. Und beste Aussichten damit für die deutsche Mannschaft, im Finale dabei zu sein und die Scharte des Vorjahres auszuwetzen. Als wir in Imzell mit großen Hoffnungen angetreten war am Ende, aber nur Vierte wurde hinter seinem Auftritt nach dem Sieg im 22. Durchgang. Er jetzt wieder für gute Punkteausbeute sorgen. Ola Westlund auf der Außenseite mit der 15 ins Rennen gegangen. Hier haben wir ihn im Bild. Setzt sich gleich auf Platz 2 hinter den führenden Deutschen, der weiter rausgetragen wird. Da war eine Kollision zwischen dir und Westlund, hier der von der Außenseite gleich nach innen gezogen ist, um die Ideallinie zuzumachen. Westlund konnte nur mit Mühe Kollision vermeiden und wird seinerseits schon angegriffen von Tizi Bozma. Westlund, der gestern ähnlich stark aufgetreten ist wie Serenius, versucht alles, um an den Deutschen ranzukommen. Thomas Dia war nach wie vor auf Platz 1 und da bleibt er auch, holt sich den Sieg. Westlund mit 2 Punkte für Schweden. Die Deutschen haben wieder einen Punkt gut gemacht gegenüber den Führern in der Gesamtwertung und da entschuldigt sich die auch noch. Shake hands. Ging ein bisschen hart zu, aber das ist Speedway-Sport und wir haben gestern schon, das muss man zugeben, eine wahre Werbung für dieses sehr, sehr spektakuläre Kurven hat es auf dem Eis sehen bekommen. Sport vom Allerfeinsten. 40 Punkte für Deutschland nach 25 Heats, nach 25 Läufen. 22 Punkte durch Michael Lang, Ulrich Werle 13, zählt Thomas Dier 14 Punkte. Die Schweden bisher 45 Zähler. Durch den Ausfall von Sven Erik Björklund sicherlich etwas gehandicapt. Ola Westlund und Pierre-Olof Sirenius haben nun die Verantwortung auf ihren Schultern liegen. Auf Platz 3 nach wie vor Holland mit 30 Punkten, aber jetzt eigentlich schon ohne Qualifikationschance. Das gilt auch für das Trio aus Norwegen und den fünftplatzierten Engländer. Hier nochmal die Grafik, Punkteverteilung für das Trio Bergesen, Lillebett und Jörgensen. Und nach einer kurzen Unterbrechung melden wir uns dann gleich wieder mit dem Start zum 26. Lauf, dem 6. am heutigen Sonntag hier auf. 20 Läufen auf Platz 2. In Führung die Mannschaft aus Deutschland. Wir treten im 26. Durchgang, 6. Lauf des Sonntags von Ulrich Werle, Ola Westlund für Schweden, Per Jørgensen und Robert-Jan Monnekom, die 4 Starter. Die Österreicher haben es ja leider in Gallio, Italien nicht geschafft. Mit Erwin Walch, Anton Hörl und Franz Schiefer sprang nur der 4. Platz hinter Italien noch vor Frankreich hinaus. Und es war schon eine Frechheit der Finnen. Die Franzosen wurden da bevorzugt behandelt. Die Schweizer mussten deswegen in die Röhre schauen. Und jeder weiß ja, dass die Franzosen eigentlich nur 2 Eisbiele-Fahrer haben. Deswegen wurde ein Seitenwagenpilot bereit, doch noch mitzufahren, die aber noch nie beim Solomotorrad gesessen hat. Und insofern die 3 lausigen Punkte, die am Ende von der Mannschaft aus Frankreich erzielt wurden. In der Tat ein großes Ärgernis für die Anhänger des Eisbiele-Sports in der Schweiz und für die Aktiven dort. An der Spitze diesmal Ola Westlund, der nach 4 Siegen in Folge nun hofft auf ein etwas besseres Ende. Nicht dabei Ulrich Werle, der offenbar schon ausgefallen ist. Und auch nicht mehr dabei Per Jørgensen, noch 2 Fahrer auf dem Eis und unterwegs. Westlund und Robert-Jan Monnekom. Ja.
der Deutsche nicht dabei, ausgefallen im Verlauf der ersten zwei Stellungen gesorgt. Haben die Herzen der Fans. Und Erik Björklund wird hier nicht antreten können. Ganz offensichtlich fehlt er, ob er da zu viel Zeit gebraucht hat, ihm wieder schlechter geht, dass es dem Reservefahrer schlechter geht, werden wir abwarten müssen, kann ich ihm momentan nicht sagen. Eigentlich war Ola Westlund genannt, aber vielleicht ist ihm dieser Start nun auch einfach zu viel, keine Ahnung. In jedem Fall nur drei Fahrer am Start, Robert-Jan Monnekamp, Bergesen und Wehrle. Und es wird nach der Siegesserie der Schweden markierter Zeit, dass hier Ulrich Wehrle das mal durchbrechen kann. Ulrich Wehrle mit der 11. Zunächst hinten. Robert Monnekamp an der Spitze. Angegriffen jetzt von Stig Bergesen. Der Norweger nun auf Platz 1. Er wird weit rausgetragen und der Angriff von Ulrich Wehrle folgt in der Schlussphase auf dem Fuß. Geht jetzt schon an Robert Jan Monnekamp vorbei und holt sich jetzt auch auf der Gegengeraden die Spitze. Was für ein Finish! Nach schwachem Start hat er dann ein paar Kohlen nachgelegt, geht an den beiden Konkurrenten vorbei, holt sich den Sieg. Hervorragende Leistung, Gratulation. 31. Lauf, also Sieg für Deutschland, Sieg für Ulrich Wehrle. Im nächsten Lauf kommt wieder Partner Eis. Spektakuläre Szenen dieser extremen Motorsportvariante hoffen wir auch jetzt zu sehen. Im 35. Lauf Michael Lang und Per-Olof Sirenius treffen wieder aufeinander. Wieder das Duell, das wir schon einmal im 30. Lauf gesehen haben. Da war der Schwede vorne, Herr im Ring. Diesmal ein besserer Start für Michael Lang. Sirenius klemmt sich aber gleich hinter ihm. Einzelfahrer bisher. Der nun fährt Michael Lang die Linie von Sirenius. Das Vorderrad geht kurz in die Höhe, aber gleich drückt es wieder runter. Und noch hat der Teamkapitän aus Schweden seinen Weg nicht vorbeigefunden. Hier ein Fehler von ihm. Schiebe übersteuert ein bisschen. Verliert gleich mal zwei, drei Motorradlängen. Ja, und der Sprint bis zur Ziellinie. Diesmal Michael Lang, der Sieger. Damit steht es im direkten Duell 1:1. Schönes Duell und eine gute sportliche Geste. Shake Hands am Ende. Dritte insgesamt nun für die Mannschaft aus Schweden. Trotzdem Ausfall von Sven-Erik Björklund. Famose Leistung, gar keine Frage, aber der Zuschauer sind ja wie ein vierter Mann hier dabei. 65 Punkte für das deutsche Team. Allen voran natürlich Michael Lang, Ulrich Wehrle und Thomas Thier bleiben aber bei weitem über den Erwartungen. Tolle Leistung, insgesamt mannschaftliche Geschlossenheit, man kann es nur noch mal unterstreichen. Und bei einer solchen Vorstellung wird es dann auch in Finnland, in Oulu, am 2. Februarwochenende gut aussehen. Da bin ich ganz sicher. Dann die holländische Mannschaft vor Norwegen, da hat sich nichts geändert und nach wie vor auf dem 5. letzten Platz. Das englische Team. Und nach einer kurzen Unterbrechung melden wir uns auf dem Sportkanal mit den letzten 5 Läufen in der Entscheidung in diesem Halbfinale der Team Eisbügel-Weltmeisterschaft 92 aus Schweden wieder. In Richtung Mechaniker, hier auch die Bahnverteilung
vorne im Bild, also Ulrich Werle, im roten Helm. Die Einweisung des Funktionärs, Starter nun zufrieden. Und ab geht die Post. Bei idealen Bedingungen kein perfekter Start von Ulrich Werle. Liebe Wochtelow setzt sich auf Rang 1. Optimal weggekommen. Und hier ein großer Fehler von Werle. Der da sogar aufpassen muss, den zweiten Platz nicht zu verlieren. Da ist es schon passiert. Die 4 geht innen durch. Stig Bergesen für Norwegen. Ein Glück, dass Werle da sitzen geblieben ist im Sattel. Der Motorrad ist da aufgestiegen wie ein Bronco. Ja, da wird ihm jetzt nur noch Platz 2 maximal bleiben. Aber liebe Wochterloh ist ein ausgefuchster Fahrer an der Spitze. Doch Stig Bergesen wird sich so einfach nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Sieg für Holland. Zweiter Platz für Stig Bergesen und für Norwegen. Und nur dritter Rang durch Ulrich Werle. Ein weiterer Punkt. Und nur noch 3 Läufe zu fahren. Heat 38, vorletzter Durchgang. Stig Bergesen auf der Innenseite, daneben Ulrich Werle. Aber das stimmt wohl nicht mehr ganz. Ulrich Werle war genannt, springt aber ganz offensichtlich Thomas Dier ein. Per-Olof Sirenius bei seinem letzten Start für Schweden im Halbfinale und John Watson auf der Außenbahn. Die 13 zieht gleich in die Mitte rein, aber Ulrich Werle macht da die Kampflinie zu, schiebt sie nach vorne. Nochmal das Prestigeduell um Rang 1. Ja, sieht wirklich am Limit aus, was Ulrich Werle da vorführt. Da wieder ganz enge Linien aus der Kurve raus. Da ein Fehler von ihm. Trotzdem kann er noch einmal vorne bleiben, aber jetzt der zweite größere Schnitzer. Und da ist der Renius vorbei, der sehr viel weicher gefahren ist. Ich kann den Deutschen jetzt gar nicht mehr sehen. Da kommt er ins Bild. Per-Olof Sirenius schließt den Tag also so ab, wie er ihn begonnen hat. Im 21. Lauf heute am Sonntag mit einem Sieg. War ganz klar, der Meister seines Teams hat mit Abstand die besten Zähler geholt. Ich bedanke mich hier bei den Fans für die famose Unterstützung, für das Anfeuern. Mit allen Gründen zur Freude. 35 Punkte hat er gesammelt. Fantastische Leistung. Ein ganz, ganz großer Sport. Und vielleicht klappt ja heute mit dem ganz, ganz großen Triumph. Und Ulrich Werle wird ausgeschlossen, weil er ganz offensichtlich die Innenbahn überfahren hat. Disqualifiziert, damit gehen die 2 Punkte für Rang 2 an Stig Bergesen. Der letzte Zähler für John Wormsley aus Großbritannien. Pech. Bittere Pille, nun der letzte Lauf. Tilly Bootsma und Michael Lang hebt hier die Hand. Tilly Bootsma geht vorbei. Gab offenbar ein kurzes Problem an der Maschine des Deutschen, der aber jetzt wieder bei der Musik ist, mit der 10. Die letzten 4 Runden also in dieser Eisarena. Sven-Erik Björklund verletzt, nicht dabei. Die Schweden haben es auch ohne ihn am Sonntag geschafft. Das spricht für einen tollen Teamgeist und für die Stärke dieser Mannschaft, dass sie auch solche
Schwächen und das Pech wirklich wegstecken können. Jeder hilft jedem. Aber wenn wir jetzt hier nach dem Sieg von Didi Bootsma und dem zweiten Rang von Michael Lang noch die 2 Punkte für Ulrich wäre im 39. Lauf hinzuaddieren, dann wäre es am Ende doch ganz, ganz knapp noch geworden. Schweden aber gewinnt das Halbfinale in Karlstadt mit 74 Punkten und wir haben uns mit Michael Lang nach dem 40. Lauf unterhalten. Er zieht Bilanz und kann durchaus zufrieden sein. Ja, es ist gut gegangen. Wir haben 2. Platz gemacht. Wir hätten können gewinnen, weil die Schweden einen Ausfall hatten. Aber wir haben ein paar Probleme gehabt und es reicht der 2. Platz fürs Finale. Aber ich glaube doch, dass die deutsche Mannschaft dieses Jahr mehr Konkurrenz beschäftigt sind, nicht wahr? Ja, ist mit Thomas Dier und Ulrich Wörle, ich glaube, dass wir eine ganz gute Mannschaft haben. Und was galt für dich? Nur die Frankfurt-Finale? Nur? Nein, das Teamfinale ist schon auch wichtig, aber das Ziel geht eigentlich mehr schon auf Einzel. In jedem Fall halten wir ihm und seiner Mannschaft da für das Team und für die Einzelweltmeisterschaft ganz klar die Daumen. Samstag geht an Schweden, auch hier wollen wir natürlich Glückwünsche nachreichen. 74 Punkte für Serenius, Björklund und Westlund. Damit Platz 1 und die Qualifikation genauso wie für das bundesdeutsche Team. 70 Punkte durch Michael Lang, Ulrich Werle, Thomas Dier. Alle Achtung haben sich hier in Karlstadt bestens geschlagen. Ausgeschieden leider die weiteren 3 Nationen, das Team der Niederlande mit 51 Punkte. Hier war Wiebe Wochtelo der beste Punktesammler. Alfrichter beim Team von Norwegen, das am Ende auf Platz 4 mit 32 Punkten landet. Eifrigste Punktesammler hier waren Bergesen, Stig Bergesen und Geir Lillivet. Und der 5. Platz bleibt für die wackeren Engländer, für Wormsley, Smith und Graham Helsel. Und das war es dann auch für heute, liebe Zuschauer, von der Qualifikation zur Team WM 92 im Eisspeedway-Sport. Melden uns dann bald wieder, liebe 8-7. Start auf dem 4-Lauf. Nummer 8 wieder mit dabei. Ja, Wilbersäuer, der das ganze letzte Jahr ja leider wegen einer schweren Verletzung pausieren musste, beim Titel somit nicht verteidigen konnte. In Assen in Holland. Nun ist aber wieder fit. Die Hand passiert wieder prächtig. Die Sehnen sind zusammengewachsen. Er ist motiviert wie eh und je. Das zeigt auch in diesem Lauf schon deutliche Führung. Frank momentan als Chase Lovakai auf Platz 2 vor Titje Bootsma aus Holland. Ja, nun muss ich was euer doch nochmal anstrengen, denn der Mann aus dem Irland gibt nicht auf. Muss das jetzt allerdings sich gegen Bootsma Frank wehren. Flagge. Die Siegespunkte gehen allerdings an Hirwa Soja. Die haben ihn gewinnt. War ich und Harald Baumann. Das 2. Viertelfinale. Per-Olof Sirenius. Dann haben wir Jon Fredriksson, Alexander Balaschow und aus den Niederlanden Titje Bootsma. Titje Bootsma, der sich gerade mal so noch qualifizieren konnte als 17. von 18 Fahrern. Balaschow allerdings war noch ein bisschen schlechter bisher in seinen Läufen. 3 Punkte gesammelt und kann gerade so noch als 18. reinrutschen. Jetzt macht er aber richtig Gas.
werden wir hier einen klaren Fehler sehen von Pierlof Sirenius. Damit zurückgefallen ist auf den dritten Platz und das würde nicht reichen. Er muss also zumindest noch einen Rang gut machen, muss noch an Jon Fredriksen, der direkt vor ihm liegt, vorbeigehen. Will er bei den Halbfinalläufen mitspielen? Klare Führung aber für Alexander Balaschow, ein neuer Name in der internationalen Szene zum ersten Mal und außerhalb seines Heimatlandes auch am Start. Als junger Mann noch. Der holt sich den Sieg, ist damit qualifiziert und am Ende reicht es gerade auch noch so für Pierre-Olof Sirenius, der sich knapp an zwei holt. Sein Landsmann Fredriksen damit zum Zuschauen vor Ort. Joo, tämä oli tavallaan ensimmäinen, että on semmoisia reenikilpailuja on ajettu, mutta kyllä tämä ensimmäinen kilpailu oli. Ja hyvin nämä skoodaan, niin ihan fullt tuottista. Kyllä se tähän hommaan. Ja nach kleineren technischen Problemen auch im Training ist er noch nicht ganz zufrieden, aber es läuft schon ganz gut und offenbar kann er seine Hand wieder voll belasten. Hofft damit natürlich auf die Einzel- und die Team-Weltmeisterschaft 1992 in diesem Jahr noch, das werden Sie auf dem Sportkanal verfolgen können. Finale schafft die besten vier. Können da nur dabei sein. Wieder also nur die Sieger und die Zweitplatzierten im Semi 1 und Semi 2. Jarmo Hirmasoja, wir haben ein großes Bild mit der 5, trifft auf Alexander Balaschow, auf Pierre-Olof Sirenius und Toni Antonin Klatowski. Große Namen aus dem Eisspeedway-Sport, die wir in diesem Jahr ganz sicherlich noch öfter hören werden. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, dass wir am 18. und 19. Januar auf dem Sportkanal die besten Szenen des Viertelfinales, des ersten Viertelfinales zur Einzel-Eisspeedway-Weltmeisterschaft aus Oslo zeigen. Und da gibt es einen Sturz in der ersten Ecke. Und ein wilder Schlenker des zweiten Fahrers, der in diese Kollision verwickelt wurde, Pierre-Olof Sirenius. Rappelt sich nochmal auf, schauen wir das mal aus der anderen Kameraperspektive an. Ja, keine Chance für Sirenius. Man sieht die 13, Balaschow, sein Hinterrad rutscht plötzlich und er hat alles Glück der Welt, dass er da oben auf der Maschine bleiben kann. Da wird mit Sicherheit keiner disqualifiziert werden können. Auf ein neues, in diesem ersten Semi. Sicher alle vier Piloten werden da auch wieder antreten. Hier Sirenius mit der 1. Mit der 14 Klatowski in Gelb. Da gibt es ein bisschen Probleme, ganz offensichtlich noch mit der Maschine von Balaschow. Unmutsäußerung der Zuschauer, die natürlich jetzt endlich Action sehen wollen. Aber alle vier sind jetzt angetreten. Offenbar läuft auch die Maschine von Balaschow wieder. Ab geht's. Der hat einen sehr, sehr guten Start. Ist in der ersten Ecke auf Position 1. Klatowski dahinter, zweiter. Dritte nur. Pierre-Olof Sirenius und Jarmo Hirmasoja, ihm bleiben zunächst jetzt nur Platz 4, das ist eine Überraschung. Ja, der ist sogar schon so weit abgeschlagen, wenn er sogar noch überhaupt noch unterwegs ist. Ich habe ihn gerade gar nicht mehr sehen können. Er wird hier keine Rolle mehr spielen, schade. Erinnern wir uns also, die besten zwei sind dann im Finale dabei. Und es sieht so aus, als wären das Balaschow mit der 13 und Toni Klatowski, der Tscheche, mit der 14. Und so ist es dann auch. Hier die Bestätigung in der Grafik. Zuschauen müssen sowohl Sirenius wie auch Hirmasoja eine bittere Pille. Hier und ein Schwede. Zuschauern wird es natürlich bestens gefallen, wenn hier Erik Björklund gewinnen. Könnte aber, er liegt ja momentan nur auf Platz 4, der Mann mit dem gelben Helm. An der Spitze Alexander Balaschow, gefolgt
von seinem Landsmann und Teamkollegen Schlupukin, Gregory Schlupukin. Da gibt es einen Sturz. Und da ist leider auch der Schwede zu Boden gegangen, Sven-Erik Björklund und auch Slepukin. Beide können aber offenbar sich da selber wieder aufrappeln. Ja, faire Geste. Sehen das noch einmal in der Tat. Dankte nun Björklund leider überhaupt nichts dazu. Toni Klatowski hat überhaupt Glück, ebenfalls da einen Absitzer zu vermeiden. Riesigen Haken, da viel durch ein Wunder im Sattel sitzen. Startaufstellung und nicht mehr dabei Slepukin, Gregory Slepukin, der nun zum Start muss. Trotz einer bisher makellosen Weste wird er hier heute nicht gewinnen können. Bei allen bisherigen Starts hat er gewinnen können, aber nun hat er den Sturz verursacht, das Rennen musste abgebrochen werden und das sagen die Regeln meist im Sport. Beim Neustart ist man als Verursacher eines Sturzes nicht dabei. Muss also zuschauen, noch drei Fahrer unterwegs und wieder vorne mit Erik Björklund. Der momentan auf Platz 2 liegt hinter Alexander Balaschow. Toni Klatowski, der ebenfalls auf den Ehrenplatz noch nach vorne kommt, will. Eis spritzt. Das sieht so aus, als würde der international am wenigsten erfahrenste Fahrer hier gewinnen. In der Tat, der Mann Mitte 13, offenbar für nicht abergläubig. Alexander Balaschow gewinnt dieses Einladungsrennen in Garus, Schweden. Toni Klatowski wird Zweiter. Sven-Erik Björklund Dritter. Hier haben wir den Mann im Bild, der damit am meisten die schwedischen Herzen höher schlagen ließ. Und nun haben wir uns den Mann auch vor die Kamera geholt, von dem wenig Leute überhaupt etwas wissen. Der Sieger von heute, Alexander Balaschow, vor allem natürlich die großen Namen aus der Zeit der sowjetischen Dominanz im Eisbeatway-Sport, die Sukhov-Brüder, die Ivanov-Brüder, Sergei Juri Ivanov im letzten Jahr, ja, Sergei auch Weltmeister, Juri Fünfter. Er ist also ein ganz junger Name, ein junger Mann, der zum ersten Mal im Ausland gestartet ist, trotz technischer Probleme in den Vorläufen, nun also in den Halbfinalläufen und im Finale richtig Gas gegeben hat und auch sich qualifiziert hat für die Viertelfinalläufe im Einzelwettbewerb. Wir haben uns vielleicht seinen Namen und sein Gesicht noch öfter einprägen können, noch öfter sehen. Wenn er an die Leistungen anschließen kann, die er heute gezeigt hat, hier in Schweden, dann habe ich da gar keine Bedenken. Da steht er ganz oben auf dem Treppchen. Zurück in Oslo, liebe Zuschauer. Nun der 13. Lauf. Und hier soll es eine umstrittene Entscheidung geben. Wir werden das gleich sehen. Graham Halsall aus England am Start. Steve Smith, sein Landsmann Vladislav, nein, Pierre-Olof Sirenius, da bin ich in der Zeile verrutscht, Entschuldigung, Sirenius in Blau, der zweite Schwede in diesem, möchte fast sagen, britisch-schwedischen Duell. Svensson, Lage Svensson, Sirenius nun also mit einem Punkt, wir haben es gerade ja kurz vor der Werbeunterbrechung gesehen, mit einem Punkt vor Balaschow und Slepukin an der Spitze und er wollte hier unbedingt nun die Führung behalten. Dazu bedarf es eines Sieges
Das weiß er auch. Der Mann, der ja schon zu den Zeiten von Erik Stenlund immer nahe am WM-Titel war, Vorjahren erst im Stechen, dann vom späteren Weltmeister Sergei Ivanov geschlagen. Und ein Drama bahnt sich hier an, denn Sirenius, die 12 an der Spitze, noch an der Spitze, mit der 1 Graham Halsall dahinter auf Platz 2. Dann spielt die Technik hier mit, Sie sehen es auch hinten, da hat sich der Teil des Auspuffes gelöst. Hier sehen wir es nochmal in der Grafik im Rechteck festgehalten. Auspuff gebrochen und das bedeutet die Disqualifikation für Sirenius. Und dadurch wird Graham Halsall zum Sieger erklärt, holt sich den ersten Sieg, die ersten 3 Punkte. Und nun haben wir auch Sirenius im Interview. Oh, nein, der war wohl. Ja, dumm, dass es passiert ist, sowas kann, darf aber eigentlich nicht, putzig zu gehen. Nun der 19. Heat, vorletzter Durchgang. Und jetzt heißt es Daumen halten für Thomas Dier mit der 3, ebenfalls am Start. Pierre-Olof Sirenius, harte Konkurrenz also. Und Stefan Svensson, Topfahrer. Der 4. Starter, Stig Inge Bergesen aus Norwegen. Große Namen. Und es wird wichtig sein für die jetzt hier auf jeden Fall auch zu punkten. Ab geht's. Erste Gegengerade. Und gleich vorne Sirenius bei seinem 15. Start in der WM bisher 14 Mal, das heißt immer im Finale dabei gewesen. Wer würde daran zweifeln, dass so er sich nicht verletzt, dieser Mann es auch 1992 schaffen wird. Sirenius liegt vor seinem schwedischen Teamkollegen Stefan Svensson, Thomas Dier nur auf Platz 3. Da kommt er ins Bild. Zumindest noch ein Punkt, aber da wird sich der Deutsche morgen kräftig steigern müssen, um noch ein bisschen nach vorne zu kommen, um nicht bis zum letzten Lauf zittern zu müssen. Klarer Doppelsieg für die schwedischen Fahrer durch Pierre-Olof Sirenius und Stefan Svensson, die mit jetzt gemeinsam 12 Punkten eigentlich die Fahrkarte für Saransk fast schon in der Tasche haben. So sie, das muss man immer dazu sagen, im Eisbütwe-Sport morgen vor einem großen Sturz gefeit sind. Letzter Lauf, 20. Heat. Wir können die Zuschauer hier im Stadion begeistert von den Aktionen der Top-Reiter auf den Java-Motorrädern waren, nach Hause gehen. Können sich ein bisschen aufwärmen, es ist nämlich saukalt. Deutlich unter 0 Grad. Heißt sich gut einzumummeln. Favorit hier sicherlich jetzt Vjatislav Nikulin mit der 11, der bisher 11 Punkte gesammelt hat. Und auch Alexander Balaschow mit der 5. Ja, und gleich in Rot deutlich vorne Balaschow, der von vielen Fachleuten hier sicherlich zum Favorit im Rundenkreis gezählt wurde. Das unterstreicht er auch mit der Leistung hier. Fliegt vorne weg, keiner kann ihn halten. Ein weiterer Sieg, nur eine Niederlage am heutigen Tag. Die
Maximilian. Kleinen Flecken auf die Weste bringt Niederlage gegen Pierre-Olof Sirenius im 10. Lauf, aber auch hier gibt es Punkte Maximum. 5 Starts, 4 Siege, 1 zweiter Platz. Fast ideal die Bilanz dieses Mannes, Balaschow, der damit auch die Tageswertung am Samstag gewinnt. Dieses ersten Viertelfinales zur Einzel-Eis-Speedway-Weltmeisterschaft. 14 Punkte hat er gesammelt, auf Platz 2 mit 13 Zählern Grigori Slepukin, punktgleich auf Platz 3 dann Pierre-Olof Sirenius und Stefan Svensson. Und die haben wir doch mal. Sirenius, der noch nicht ans Finale denkt, der sagt, dass er jetzt sich erstmal darauf konzentriert, morgen optimal unterwegs zu sein, hoffentlich keine technischen Probleme mehr zu haben, wie wir es hier leider im 13. Lauf gesehen haben, als hinten der Schalldämpfer abgebrochen ist und die Funktionäre ihn disqualifiziert haben. Sonst hätte er den Lauf ja gewonnen, lag vorne. Und dann hätte er auch die Zwischenwertung am Samstag gewonnen, legt dann nämlich einen Punkt vor Alexander Balaschow. Auch eine sehr gute Bilanz für Sirenius. 5 Starts, eine Disqualifikation, aber 4 Siege. 4x3, also 12 Punkte. Teilt sich diesen dritten Rang mit Stefan Svensson. Dahinter dann in der Zwischenwertung ebenfalls qualifiziert. Sehen. Herzlich willkommen, liebe Fernsehzuschauer in Deutschland. Drei Deutsche sind bei der iSpeedway Einzelweltmeisterschaft in Göteborg in Schweden dabei, werden sich versuchen, ähnlich gut aus der Affäre zu ziehen wie schon beim Mannschafts-WM-Finale vor wenigen Tagen in Alma-Ata. Der Weg hierher nach Schweden, wo das Rennen zum ersten Mal, diese WM-Finale zum ersten Mal stattfindet vor vollbesetzten Rängen, etwa 5000 Zuschauer sind am heutigen Samstag da, ist nun ein wenig weniger beschwerlicher Weg für die drei Fahrer aus Deutschland, für Helmut Weber, für Michael Lang und für Harald Baumann, als es die Teilnahme beim WM-Teamfinale im 5000 Kilometer entfernten Alma-Ata in der Sowjetunion bedeutet hatte. Wir kommen zur Teamvorstellung der Fahrer, der 16 Fahrer aus 5 Nationen, die heute hier in Schweden um die Fahrerkrone kämpfen werden, also nicht um die Mannschaft, um den Mannschaftstitel. Wir haben insgesamt 6 russische Fahrer dabei, das ist sicherlich keine Überraschung. Eine Überraschung dagegen, das starke Auftreten der Schweden, die besonders motiviert schienen, hier vor eigenem Publikum beim Finale dabei sein zu können. 4 Fahrer der Heimmannschaft also dabei. 3 Fahrer aus Deutschland, ich habe sie gerade schon genannt. Und vor allem Michael Lang, der 22 Jahre junge alte Nachwuchsmann, hat ja in Alma-Ata in der Sowjetunion mit tollen Leistungen seine beiden erfahrenen Leute, Teamkollegen, nämlich Helmut Weber und Harald Baumann, unterstützt. Als die Deutschen deren 8000 Piloten zählen können, dann ist das eine ganz, ganz erstaunliche Leistung, was die bundesdeutschen Fahrer in der Fremde geholt haben, im Heimatland des Eisspeedway-Sports. Wir wollen hoffen, dass hier es in Schweden ähnlich gut klappt, in Göteborg. Ich glaube, die Chancen sind so gut wie schon lange nicht mehr und der Sportkanal wird für Sie bei allen 40 Läufen, bei den 20 Läufen in der heutigen Sendung vom Samstag und auch bei den Läufen 21 bis 40 dabei sein. Und am Ende werden wir wissen, wer Einzel-Speedway-Weltmeister 1990 ist. Wird es eine Überraschung geben? Werden die Russen zu schlagen sein und wie sehen die Deutschen aus? Im ersten Lauf Stanislav Dyk, Wladimir Sukow und Sergei Kasakov, nicht zu vergessen Bronislav Frank, aber Wladimir Sukow fällt hier gleich in der ersten Ecke um. Ein dramatischer Beginn dieses Finales, dieses ersten Laufes. Natürlich ist jetzt ein Neustart vonnöten, gar keine Frage. Hier sehen Sie bitte Nummer 2, das ist Sukow mit dem blauen Helm, der beinahe da sogar noch Bronislav Frank mitnimmt. Im Wheelie fährt Kasakov übers Ziel, holt sich also die 3 Punkte für den ersten Sieg am Samstag. Zweiter wird Stanislav Dyk und dritter Bronislav Frank.
Und gleich einen Auftakt nach Maß für die vielen deutschen Schlachtenbummler, die hier nach Göteborg gekommen sind. Sie hatten schon viel zu jubeln in Assen, als Michael Lang da ganz hervorragend sich geschlagen hat, der junge Mann. Und er ist auch hier dabei, auf der Innenseite, mit dem roten Helm. Neben ihm Helmut Weber. Helmut Weber, 37 Jahre alt, Maschinenbauingenieur, der es in diesem Winter nochmal sehr, sehr ernst genommen hat. 3 Wochen in Sibirien trainiert hat, leider hier aber am Start nicht ganz so gut wegkommt. Und noch dabei mit der 6, das ist Michael Lang. Stefan Svensson jetzt an der Spitze, aber die Deutschen da hinten, dahinter warten, lauern nur auf ihre Chance. Jetzt scheren sie innen aus. Wir sehen das Eis nicht ganz optimal präpariert hier. Das hängt vor allem damit zusammen, dass es urplötzlich in den letzten 2 Tagen hier sehr viel wärmer geworden ist. Wir haben heute Abend 5 Grad Celsius in diesem Eisoval, auf dem normalerweise Eiskunstläufer ihre Pirouetten drehen. Oh, und da wird es sehr, sehr eng. Und ein weiterer Sturz. Und das ist Harald Baumann, der hier rausfällt. Das wollen wir gleich nochmal sehen. Wollen wir hoffen, dass er sich da nichts getan hat. Hier gibt es schon die ersten Probleme. Und da kämpft er. Gott sei Dank kann er sich da von der Maschine, von den Spikes fernhalten. Rutscht hier direkt vor der Kamera in die Strohballen und ist damit ausgeschlossen vom Neustart des zweiten Laufes. Nur noch Weber, Lang und Svensson. Und Michael Lang übernimmt nun die Führung. Hat es besser gemacht beim zweiten Start. Pech für Harald Baumann, 30 Jahre alt, ist der Mann aus Rottach-Egern alt. Fährt iSpeedway seit 1986 und war schon in dem ersten Jahr 86 und auch 88 in Frankfurt dann. Im Halbfinale. Hier hat er es also nur bis zum Finale geschafft, aber leider der erste Nuller. Keine Punkte also für ihn im zweiten Durchgang des Samstags. Michael Lang immer noch an der Spitze. An der zweiten Position jetzt Helmut Weber und dritter der Schwede. Und Doppelsieg im zweiten Lauf des Tages für die beiden Deutschen. Michael Lang also vor Helmut Weber. Und damit fängt der dritte Lauf des Tages. Hier war Sawyer, Jarmo hier war Sawyer, den vier hier für den Geheimfavoriten halten. Der einzige Finne, der es hier geschafft hat, in Schweden im Finale dabei zu sein. Sven-Erik Björklund dabei, Pierre-Olof Sirenius und als vierter Fahrer dann noch Juri Ivanov, der das Quartett komplett macht. Alles sehr, sehr eng beieinander. An der Spitze Björklund, aber jetzt greift innen hier war Sojan und geht in Führung und da gibt es wieder einen Sturz. Und das ist Juri Ivanov, der russische Fahrer, der hier Ausgang dieser Kurve rausfliegt. Er war schon 2-mal Einzelweltmeister, 5-mal Champion in der Mannschaft. Und damit wird er auch beim Neustart nicht dabei sein, als Geheimfavorit gilt. Ja, wir kommen jetzt doch schon zum nächsten Lauf, liebe Zuschauer. Keine Zeit, Atem zu holen, für die Fahrer nicht, für sie nicht und auch für mich nicht. Das Punktesammeln, das muntere Punktesammeln geht weiter. 2 Läufe jetzt ohne Neustart. Vielleicht ein gutes Omen für den weiteren Verlauf dieser Samstag-Rennen. Oh, aber da ist es schon passiert, als hätte ich es gehört. Oh, um Gottes Willen, das sieht ja dramatisch aus. Und Michael Lang, der da auf der Innenseite plötzlich verkantet, lässt da Björklund und auch Igor Jakovlev keine Chance. Na, das ist nicht Jakovlev, das ist Wladimir Sukhov, der da bös rausfliegt, über die Strohballen rüber fliegt. Und ich glaube, der Russe hat sich da ernsthaft verletzt.
humpeln sehen wir hier die Nummer 10, das ist Björklund und oh ja, das sind Helfer. Die Maschinen ziehen jetzt vor zur Startlinie, zum Startband. Michael Lang hier dabei mit der blauen Kappe, mit der Nummer 6. Jarmo Hiwasoya, der an der Spitze liegt. Wie es darauf ankommen wird, ist hier keine Punkte zu verlieren. Er muss hier im Grunde auch gewinnen, um mit Mischenko leicht zu halten. Die 9 ist auch schon an der Spitze, direkt hinter ihm. Nikolai Mischenko, das erste Aufeinandertreffen, also dieser beiden Fahrer, die momentan an der Spitze liegen. Mischenko versucht es auf der Innenseite. Oh, und da hat er Probleme. Auch Hiwasoya muss vom Gas gehen, um dann nicht in die Strombegrenzung abgedrängt zu werden. Das sind die Läufe, die hier den WM-Titel entscheiden werden, liebe Zuschauer. Und ein Angriff vom Finn. Jawohl, und übernimmt die Führung. Die Führung mit dem Jubel der Zuschauer. Aber da wird es ein bisschen eng. Mischenko muss auch wieder vom Gas gehen. Hat da einen Teil der Plastikplatten mitgenommen. Hiwasoya an der Spitze. Und wenn Mischenko nicht aufpasst, dann wird er da noch seinen zweiten Platz verlieren. Der Finne gewinnt, ein spannender Lauf, der beste Lauf des Tages bisher. Und man hört es auch sofort auf den Tribünen. Und Band. Jetzt wird's ernst, liebe Fernsehzuschauer. Herzlich willkommen auf dem Sportkanal zu den entscheidenden Läufen zur Einzel-Eisbiet-Weltmeisterschaft 1990, ausgetragen im schwedischen Göteborg. Das Wetter nicht ganz optimal, es ist etwas zu warm, um hier optimale, wirklich optimale Eisbedingungen auf dem kleinen Oval zu schaffen. Und das ist der Stand der Dinge nach den ersten 20 Läufen. Die Überraschung ist perfekt. Jarmo Hiwasoya, der 36 Jahre alte Finne, hat also mit Nikolai Mischenko gleichhalten können. Beide liegen an der Spitze Kopf an Kopf mit 14 Punkten. Da ist also für Spannung gesorgt. Sergej Kasakov an der zweiten Stelle in Lauerstellung. Und vor allem auch der Deutsche Michael Lang hat mit seinen brillanten Starts am Samstag, also gestern, hervorragend für Furore gesorgt. Und er wird auch sicherlich heute wieder alles versuchen, die etablierten Stars zu überraschen. Und das wird hier einen Neustart des ersten Laufes geben am Sonntag. Sven-Erik Björklund ist da gefallen und das ist nicht der erste Sturz. Versuchen werden jetzt alles unter sich auszumachen. Ebenfalls noch dabei Michael Lang, der vielleicht hier das Zünglein an der Waage spielen kann. Wer weiß. Das ist Jarmo Hiwasoya. Bilder aufgenommen natürlich vor diesem Rennen. Michael Lang übernimmt wieder die Führung. Ah, toll. Toll, toll, toll. Und dahinter die 9. Mischenko an der letzten Position, aber nun greift er an. Nun ist er Dritter mit dem gelben Helm. Und nun geht hier war Soja an die Spitze. Und Mischenko greift auch wieder an. Und nun versucht Mischenko auf der Innenseite, eine ganz ungewöhnliche Linie für ihn. Der Deutsche Dritter, aber er bleibt dran, er kann da mithalten. Mischenko hat das bessere Ende momentan für sich, aber da wird Hiwasoya noch alles versuchen. Das umso mehr, und da stürzt er, der Weltmeister stürzt und verliert möglicherweise die Weltmeisterschaft. Das Hinterrad geht weg, er ist zu schräg. Und ein Glück, dass da Hiwasoya noch vorbeikommen kann. Unter normalen Umständen hat er mit diesem Sturz die Weltmeisterschaft 1990 verspielt. Er ist ausgeschlossen aus dem Neustart und hier hält jetzt Hiwasoya, nimmt den alten Weltmeister mit, eine sehr sportliche Geste. Der neue, wahrscheinlich der neue und der alte Weltmeister hier. Ganz nah zusammen, ein schönes Bild. Ein Bild für die Titelseiten der Sportzeitung. Hiwasoya und Mischenko. Mischenko draußen
Und hier war Sawyer, kann von neuem starten. Ja, da schüttelt er den Kopf. Ein Fehler, Unterdruck, den er gemacht hat, an der Spitze liegend. Hier war Sawyer, war da ganz direkt hinter ihm und er hat einfach ein bisschen zu viel riskiert. So schnell kann das gehen. Und da weiß er auch, dass unter normalen Umständen der Titel futsch ist. Das war's dann. Und das wäre auch natürlich eine riesige Sensation, dass dann zum zweiten Mal ein Westeuropäer die favorisierten Russen, die überlegenen, überragenden Fahrer der letzten Jahre in dieser Sportart schlagen kann. Michael Lang mit 17 Punkten noch sehr, sehr gut dabei. Hier mit der 6 wieder mal optimaler Start für ihn. Und das ist ja immer schon die halbe Miete. Hier war Soja an der zweiten Stelle. Weit zurück schon der dritte Fahrer, Stanislav Tik. Und eins ist auch sicher, dass Michael Lang selbst mit einem zweiten Platz hier noch sehr, sehr zufrieden sein könnte. Das wären wieder 2 Punkte. Unheimlich regelmäßig, wie der Deutsche hier punktet. Und hier ist Serenius, was sag ich schon, Serenius. Hier war Sawyer. Die Begeisterung nimmt einen mit, liebe Zuschauer. Jaromir Sawyer ist in Führung gegangen. Michael Lang hat sich da gar nicht lang gewehrt. Er weiß natürlich, wie es in der WM aussieht. Und man kann wohl davon ausgehen, dass dem Deutschen ein finnischer Weltmeister sehr viel lieber ist als ein russischer. Denn je spannender diese Sportart ist, desto besser auch für alle Einzelteilnehmer. Und beide beglückwünschen sich da auch. Michael Lang links und Jarmo die Sendung. Wir haben vermutlich gerade den neuen Weltmeister gesehen. Jarmo Hyvä-Soja, die Sensation scheint perfekt. Der fliegende Finne scheint es geschafft zu haben. Aber es geht auch noch um die Plätze. Und die werden jetzt in den letzten 4 Rennen des Tages ausgetragen. In diesem Lauf, Heat Nummer 37, ist Helmut Weber dabei. Bronislav Frank, Stanislav Tik und Mannekamp. Und da gibt's Probleme. Ohlala, die 7 und die 4. Bronislav Frank und Helmut Weber fallen da raus, aber das war eindeutig der Fehler von Frank. Und Weber konnte da leider nicht ausweichen. Der Deutsche humpelt auch ein bisschen. Und seiner Maschine geht's wohl nicht ganz optimal. Da bastelt er wieder ein bisschen an seinem Motorradstiefel, noch einmal sehen wir das. Oh ja, da geht plötzlich das Hinterrad weg, er verliert den Grip und Sie sehen keine Chance dafür, Weber auszuweichen. Ach, ist das ärgerlich. Dem Russen mit Sergei Ivanov und wenn das so bleibt, dann wird es da ein Stechen geben. Letzter Auftritt hier für Jarmo Hyvä-Soja, der nur einen einzigen Punkt noch braucht, um endgültig auch rein rechnerisch Weltmeister zu sein. Völlig unabhängig, was Danischenko im letzten, im 40. Lauf macht. Und natürlich wird er da alles dran setzen, sich hier jetzt endgültig krönen zu lassen. Wie gesagt, einmal war er schon Vize-Weltmeister 1985 in Assen und nun könnte er es eben ganz nach oben schaffen. Das Startband springt nach oben. Und die Neun lässt es wirklich ganz vorsichtig angehen. Sergei Ivanov ist an der Spitze Zweiter, Stefan Svensson und Dritter nur Jarmo Hyvä-Soja. Aber das würde ja reichen. Der Finne wird jetzt sicherlich auf Taktik fahren. 36 Jahre ist er alt, aus Oulu in Finnland, arbeitet über den Sommer als Stahlarbeiter und konzentriert sich dann im Winter ganz auf diesen Sport und er steht ganz, ganz kurz vor seinem größten Triumph. Die Kamera bleibt auf dem neuen Weltmeister, das kann man jetzt schon sagen. Ein neuer Champion. Die Sensation ist perfekt, er ist der zweite Westeuropäer, der die Russen
schlagen kann. Jarmo Hyvä-Soja aus Finnland ist der neue Einzel-Eisbeat-W-Weltmeister. Und neben ihm gratuliert ihm gleich die 13 Eskil Jonsson. Ein tolles Finale hier in Göteborg. Mit unglaublicher Dramatik, mit tollem Sport, mit neuen Rekorden. Mit einem glänzend aufgelegten Michael Lang. Aber das alles wird überschattet durch diesen Mann. Der neue Weltmeister Jarmo Hyvä-Soja. Er kann es nicht glauben natürlich, das finnische Team ist da gleich bei ihm. Und da wird er gefeiert. Eines jetzt 23 Punkte haben. Jetzt die Startvorbereitung hier von Sergej Ivanov. Wer hat den besseren Start? Ja, das ist die 11. Unter dem Jubel der Zuschauer geht Serenius hier an die Spitze. Das wollen die Zuschauer sehen, keine Frage. Und wenn das so bleiben würde, dann wäre das in der Tat ein absolutes Desaster für die Russen. Den Titel haben sie schon verschenkt und wenn wirklich nur ein Fahrer unter den ersten drei bleiben sollte, dann wäre das in der Tat eine sportliche Katastrophe. Immer noch an der Spitze Serenius und da macht er einen Fehler. Da macht er einen Fehler und das lässt sich nun Sergej Kasakow, der Routinier, nicht zweimal sagen. Kasakow also nun vorbei an der Spitze. Blockiert da auch ganz gut die Linie. Unter normalen Umständen wird hier der Russe wohl nicht mehr zu schlagen sein. Es sei denn, er macht noch einen großen Schnitzer. Letzten zwei Kurven, nein, das kann nicht mehr gehen. Damit ist Sergej Ivanov Dritter in der Weltmeisterschaft und Serenius bleibt nur der undankbare vierte Platz. Da konnten sie das Gröbste gerade noch verhindern, die Fahrer aus dem sowjetischen Team. Und das ist nun das kurze Interview mit dem entthronten Weltmeister. Welche Gefühle haben Sie, wenn Sie das Ergebnis anschauen, wenn Sie, dass Sie nur Zweiter geworden sind? Und er sagt, das Ergebnis spricht für sich selber mit einem Lächeln. Zweiter also, Nikolai Nischenko, aber das alles ist eigentlich uninteressant, wird überschattet durch den finnischen Weltmeister mit 27 Punkten. Hyvä-Soja, Michael Lang sehr, sehr gut dabei, sechster Platz. Der zweite Deutsche, Helmut Weber, wird Zehnter. Harald Paumann, angeschlagen, schon ins Rennen gegangen. Er kann insgesamt 3 Punkte sammeln, ist also an der 15. Position. Das war die Einzel-Eisbeat-W-Weltmeisterschaft 1990 aus Göteborg. Sportkanal war mit dem Kommentator Stefan Heinrich für Sie dabei, liebe Zuschauer. Wir bedanken uns und sagen Tschüss. Auf bald. Siege, ein zweiter Platz, ein dritter Platz. 12 Punkte bisher für den Deutschen Michael Dublev. Nur 8 Punkte bisher. Und der Russe wird hier mit Sicherheit alles dran setzen, den Deutschen auf der Distanz zu halten, um seinen Landsleuten, die vorne liegen oder gleich aufliegen, wie Nischenko, zu helfen. Auf der Innenbahn also die 4 und direkt neben ihm die 12. Michael Lang auf der Innenbahn mit der 4. Michael Dublev hat die 12. Wer hat den besten Start? Ball noch Seite an Seite in der ersten Kurve, aber Michael Lang kann sich absetzen vorne. Er übernimmt die Führung. Motorentuner Bayer hat da ganz offensichtlich die Motoren hervorragend eingestellt und der junge Deutsche fährt auch heute am Sonntag wie ein Gott. Schauen Sie sich diesen Vorsprung schon an. Unglaublich. Und das scheint in der Tat der vierte Sieg zu werden für ihn in diesem Halbfinale. 3 weitere Punkte
für den Mann aus Füssen. Genauer gesagt, er wohnt in einem kleinen Dorf in der Nähe von Füssen. Malloy. Und er gewinnt, der Deutsche. Ach, besser kann man sich wirklich nicht wünschen. Und so freut er sich und zeigt seinen Fans, dass er auch am Sonntag hier ganz, ganz vorne dabei sein will. Sergej Ivanov insgesamt nun mit 20 Punkten an der Spitze. Der 16 Fahrer aus 7 Nationen, die hier in diesem Halbfinale teilnehmen. Peter Nybo muss sich hier mit Stanislav Dück im nächsten Lauf auseinandersetzen. 26. Lauf des Tages, 26. Heat, also dieser Veranstaltung. Roman Matusek aus der Tschechoslowakei, der Ersatzfahrer für Göran Illner, der sich gestern ja am Samstag am Bein verletzt hat, aber leider nicht nur am Bein. Wir haben dann bei genauen Untersuchungen im Krankenhaus erfahren müssen, dass Göran Illner sich auch zwei Rückenwirbel angebrochen hat. Von dieser Stelle also unsere herzlichsten Genesungswünsche an den Schnellschweden. Und wir hoffen, dass er da bald wieder dabei sein kann und mitturnen kann auf dem Eis. Peter Nybo an der dritten Stelle und da gibt es Probleme. Ullala. Man hätte beide zum Sturz führen können. Stanislav Dück gewinnt. Zweiter wird Roman Matusek, ein tschechisches Doppel also. Also Tommy Lindgren wird Dritter vor Peter Nybo. Der Finne, der hier jetzt Pech im 25. Lauf, 2 Punkte holt und damit auf 17 Zähler kommt. Kann sich damit einen weiteren Zähler von Serenius absetzen. 31. Lauf, die Zuschauer, 31. Lauf mit zwei Österreichern am Start, nämlich Anton Hörl mit der 14 und Erwin Walch, der die 8 trägt. Mit der 18 Roman Matusek, Ersatzfahrer aus der Slowakei für den verletzten Kuznetsov. Und der vierte Starter, das ist die Nummer 7 mit dem gelben Helm, Stanislav Dück. Die meisten Fahrer verwenden Java-Maschinen hier, nur ganz, ganz wenige Ausnahmen. So, Bronislav Frank hier mit der 1. Gibt hier Matusek seine Ersatzmaschine. Zwei Tschechen also gegen zwei Österreicher. Und nach dem bisherigen Verlauf der Veranstaltung wird man da wohl auf die Tschechen tippen dürfen. Im Hintergrund sehen Sie wieder dieses riesige Plakat der Fans von Michael Lang, die allen Grund haben, hier ihren Helden zu feiern. Bester Start mit der 18, Matusek. Und neben ihm schon Stanislav Krieg, sein Landsmann. Sehen auch, wie sich beide hier immer wieder beobachten. Beide wollen hier ähnlich agieren, ähnlich zusammenarbeiten, wie es die Russen ja schon diverse Mal in diesem Halbfinale vorgeführt haben. Oh, aber ein Problem hier in die 14. Fährt er noch mit? Und möglicherweise findet hier Hörl doch noch ein Loch. Stanislav Dück vor Roman Matusek. Matusek, der sich eh nicht qualifizieren kann als Ersatzfahrer fürs Finale, wird natürlich hier seinem Landsmann, seinem Kapitän helfen. Und Anton Hörl greift da in der letzten Ecke an, kommt da aber nicht mehr vorbei.
bleibt damit Dritter und kann sich einen Zähler holen. Das ist der Sieger, die 7 Stanislav, die Starter, die 4 Starter machen sich fertig für den nächsten Lauf, für den 34. Durchgang. Peter Nybo, Bronislav Frank, Roman Matusek und Robert Jan Mannekom, die Fahrer, die hier antreten. Sollte eigentlich eine klare Sache für den Bronislav Frank sein, aber gerade im Highspeed-Sport kann ja viel passieren. Mit dieser Jagd über die Eiskanten. Wir sehen, Mannekom hat hier Schwierigkeiten am Rande an der zweiten Stelle liegt. Der Holländer kann sich hier gerade auf dem bockenden Motorrad halten, verliert auch prompt einen Platz, denn Stanislav Dück geht vorbei. Ja, das ist natürlich nicht Dück, sondern das ist Bronislav Frank, selbstverständlich. Bronislav Frank greift jetzt hier auch an. Der bisherige Spitzenreiter mit dem gelben Helm auf der Außenseite. Schönes Gegenlicht jetzt, als die Sonne durch die Wolken durchkommt. Nicht Dück, ich sag's nochmal, Bronislav Frank ist natürlich der Mann hier in Weiß. Klarer Fall. Er scheint schon ziemlich sicher zu sein, denn er fährt hier mit dem Almui über die Ziellinie, gewinnt diesen Lauf und holt sich da einmal mehr 3 Punkte für den Sieg. Nischenko oben dem roten Helm ganz rechts hier. Er steht neben dem Reservefahrer Roman Matusek. Wir werden auch einen zweiten Reservefahrer hier noch dabei haben für die Verletzten. Göran Illner. Michael Lang mit der 4 auf der Außenseite. Hulla, da ging es aber sehr, sehr eng zu hier. Da hat der Deutsche richtig Glück gehabt davon, der 18 von Matusek nicht erwischt wurde. Nischenko, Nikolai Nischenko, der Weltmeister an der Spitze. Da sind es nur noch 3. Ravagnani ist ausgestiegen mit technischen Problemen. Matusek wischt sich da immer wieder über sein Visier. Michael Werner, große Aufnahme vom Deutschen, der an der zweiten Stelle liegt. Das sieht wieder nach einer guten Partie für ihn aus. Das sieht wieder nach 2 Punkten aus. Hulda, da hat er einen kleinen Rempler drin, einen kleinen Hakler. Keine Chance hier noch für den Reservefahrer vorbeizugehen am Deutschen. Nikolai Nischenko, der Sieger, Michael Lang, Zweiter. Nun der 36. Lauf. Wladimir Sukor bisher 22 Zähler. Fast gleich auf Eske Jonsson und Anton Hörl mit 11 respektive mit 10 Punkten. Rechts außen mit der 5. Das ist Sukow, links mit der 14, das ist Anton Hörn. Fünftletzter Lauf des Tages ist gestartet. Und Sukow mit der 5 geht da außen vorbei an Eskil Jonsson, der eigentlich in der ersten Ecke vorne zu sein schien, aber mit gewaltigem Schwung kam der Russe dann doch noch vorbei und übernimmt die Spitze. Die 14, Anton Hörl, schiebt sich hier an Eskil Jonsson vorbei. Ja, und Anton Hörl lässt sich da auch nicht richtig abschütteln. Er ist im Russen immer noch auf den Fersen. Eine Runde noch. Und Eskil Jonsson ist wieder an die zweite Position nach vorne gegangen. Oh, und da haust den Österreicher raus.
Ullala, da hat er aber Glück gehabt, dass er da, nicht von der, unter die Maschine kommt und er ärgert sich. Sehen Sie es, ja. Ein Jammer. Plötzlich geht das Hinterrad weg, verliert den Grip. Dann ist es passiert. Er berührt sogar noch den vor ihm liegenden Eskil Jonsson, der aber auf dem Motorrad sitzen bleibt. Das bedeutet Neustart dieses 36. Laufs. Ohne den Österreicher, den wir hier sehen, wie er wieder in den Strohballen zu sich kommt. Nochmal auf ein neues. Mit der 5, Wladimir Sukow. Und wieder hat er von der Außenseite den besseren Start. Keine Chancen haben die anderen beiden Fahrer bei den Schnellstarter. Zwei Schweden, also jetzt noch dabei, Eskil Jonsson und Tommy Lindgren, die beide Punkte sammeln können. Wladimir Sukow an der Spitze, wer sollte ihn hier in diesem Lauf schlagen? An der zweiten Stelle finden wir jetzt Eskil Jonsson, der sich Tommy Lindgren vom Leib halten kann. Eine Runde noch für den Spitzenreiter für die 5. 22 Punkte hat er bisher. Es sieht so aus, als werden es gleich 25 sein. Ja, und da ist es passiert. Wladimir Sukow also gleich auf mit Sergei Ivanov, 25 Punkte an der Spitze des Feldes. Wieder Zwischenbilanz. Nikolai Nischenko weiterhin als dritter Fahrer unter den ersten dreien, dritter sowjetischer Fahrer unter den ersten dreien. Vor Bronislav Frank und Michael Lang, da hat sich nichts dran getan. Bleiben Sie dran, wir zeigen Ihnen gleich die entscheidenden vier Läufe dieses Halbfinales in Asten. Winter definitiv seinen sofortigen Rücktritt vom Eissport. Der 27-jährige Allround-Fahrer aus Günthers war auf dem Eis immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen worden und litt unter dem Erfolgsdruck. Er wird sich künftig ganz auf die Langbahn-WM konzentrieren. Wir werden sehen, ob wir hier einen Nachfolger für ihn finden können. Ob wir vielleicht beim Einzel-Speedway-Weltmeisterschaftsfinale in Göteborg dann einen nicht-russischen Weltmeister sehen. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings relativ gering. 37. Lauf des Tages mit der Nummer 4 hier Michael Lang dabei. Ebenfalls unterwegs Stanislav Dück, der 42 Jahre alte Großvater, der seine Enkel hier teilweise bei den Trainingsläufen dabei hat. Ebenfalls dabei Bronislav Frank und Eskil Jonsson aus Schweden. An der Spitzenposition Bronislav Frank, der hier einen sicheren Sieg entgegenfährt. Hinter ihm Michael Lang, der da sich noch zwei Zähler holen kann. Der sich wirklich ganz famos geschlagen hat. Und wenn er dieses große Pech im 25. Lauf mit dem technischen Defekt gehabt hätte, dann wäre er mit Sicherheit noch weiter.